Hallo ihr Lieben, ich bin's Babs von Tiobara. Ich zeige euch heute, wie man ein elastisches Armband ganz einfach selber machen kann. Wir brauchen diese Lavaperlen, dann diese Zwischenperlen mit Strass, zwei verschiedenfarbige Glasperlen und eine Nylonschnur, 1 mm. Diese ist elastisch. Dann brauchen wir etwas Sekundenkleber und einen Seitenschneider oder eine Schere. Ich lasse das Band auf der Rolle und beginne erstmal mit dem Auffädeln der Perlen. Ich nehme 3 Lavaperlen, dann eine Zwischenperle, dann wieder 3 Lavaperlen bis ungefähr zur Mitte. Dann folgen im Wechsel die Glasperlen und die Zwischenperlen, wobei ich in der Mitte eine blau-türkisfarbene Glasperle nehme, um einen Eyecatcher zu haben. Dann wieder die Glasperlen und dann folgen die restlichen Lavaperlen mit den Strassperlen im Wechsel. Bis wir dann die richtige Länge haben, die wir brauchen. Dann wird das Ganze abgeknipst und ich mache einen doppelten Knoten. Ich beginne erst mit der rechten Schnur, ziehe das Ganze straff, dann den zweiten Knoten mit der linken Schnur. Dann wird das Ganze richtig straff gezogen und damit ich das Ganze ordentlich fixiere, nehme ich einen kleinen Tropfen Sekundenkleber. Achtet darauf, dass ihr euch die Finger nicht an dem Nylonband festklebt. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, können wir auch schon nah am Knoten die überstehenden Bändeln abschneiden und dann, wenn man möchte, den Knoten in einer der Lavaperlen verstecken. Dann sieht das Ganze auch etwas schöner aus. Wie ihr seht, das Ganze ist wirklich einfach, macht aber wirklich was her. Ihr könnt eure Kreativität hier natürlich freien Lauf lassen. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert. In den nächsten Wochen und Monaten kommen noch viele tolle und informative Videos. Ich freue mich auf euch. Ciao!